Wir haben im Vorfeld dieser Aufstellung der Terminals ganz viele Datensätze gesammelt. Das heißt, wir haben jetzt in unserem System ca. 5000 Datensätze, die Kultureinrichtungen, Hotels, Kanuverleiher, also alle touristischen Partner und touristischen Sehenswürdigkeiten beschreibt. Also jeweils mit Fotos, einem Beschreibungstext, mit GPS-Daten, wo ich sie finden kann. Und natürlich auch mit Empfehlungen, Bewertungen und Öffnungszeiten. Und dazu noch Touren, wo entlang von Radwegen, entlang von Kanutouren oder Wanderwegen die jeweiligen Anbieter, entweder Betriebe oder Kultureinrichtungen, dann auch dem Gast angezeigt werden. Und das war Datengrundlage dafür, für das, was jetzt ausgespielt wird. 75% der Gäste holen sich Informationen auf ihrem Smartphone in der mobilen Version. Die Daten werden alle aus dem gleichen Pool gespeist. Die Daten werden ja auch auf unserer mobilen Website und auch in der Erlebe Brandenburg-App dann ausgespielt. Es ist dann immer ein Datenpool, ist immer der gleiche Datenpool. Wir müssen nicht 5 verschiedene Kanäle bedienen. Also die Daten erfassen wir gemeinsam mit unseren Partnern vor Ort über Erfassungsbögen, und zu jedem gehört auch eine Fotofreistellung und solche Sachen. Also die werden erfasst und halbjährlich aktualisiert. Da sind wir natürlich darauf angewiesen, dass wir die von den Partnern bekommen. Und ansonsten, die Datenpflege übernehmen wir als Tourismusverband, weil wir auch dann die ja veröffentlichen und in der Haftung sind und auch unseren Partnern, die die noch weiter nutzen wollen, garantieren müssen, dass die Daten stimmen. Ja, das Schöne ist, dass der Kunde sich einen individuellen Reiseführer zusammenstellen kann. Also man kann das mit ihm zusammen machen, also es erleichtert die Arbeit in der Touristinformation. Aber halt auch die Kunden sind selber neugierig und stellen sich was zusammen. Und man kann das individuell raussuchen, welche Gaststätte er mag, welche Veranstaltung er mag. Und man kann das auch über eine Art Merkliste ihm dann auch zusammenstellen. Dann hat er seinen eigenen Reiseführer, seinen eigenen Tagesplaner. Und das natürlich erhöht enorm die Qualität in der Kundenberatung, in der Gästeberatung. Es entwickelt sich. Also wir sind ja in der Anfangsphase und klar, man muss auch die Gäste ansprechen, aber die Neugierde ist da. Und wenn man auch so weit ist und sich das angeschaut hat, man merkt auch, dass die Freude immer mehr steigt, sich halt auch darüber zu informieren. Und auch mit dem Gast und auch die Mitarbeiter haben Spaß dran, die Gäste damit zu beraten. Die Ausgabe in der Touristinformation ist ja nur der Anfang, also es sind so die ersten Beispiele, was können wir mit den Daten machen und wo kann die Technik sein. Wir haben jetzt ein Projekt laufen, wo wir denken, dass wir das Ende des Jahres umsetzen, dass wir an ca. 300 Standorten sowohl Bildschirme aufhängen oder Infosäulen ausgeben. Denn es ist ja heute total wichtig, dass die Information dahin kommt, wo der Gast ist, und dass wir ihn noch besser in der Region lenken können. Also, dass er auch zum Beispiel sein Zimmer buchen kann, dass er noch eine Routenempfehlung kriegt oder auch etwas abseits des Weges Geheimtipps, die er sonst ja gar nicht finden würde. Das ist auch insbesondere für die Anbieter, die nicht an Hauptwegen liegen, ganz wichtiger Punkt des Verkaufs. Und das Wichtigste ist, dass wir zum Beispiel jeden Flachbildschirm eines Hotels, einer Pension mit einem Stick zu einer digitalen Gästemappe machen können. Also, dass der Gast sowohl in seinem Hotelzimmer, in seiner Ferienwohnung, in der Pension, aber auch zum Beispiel in der Tankstelle, im Regionalladen die Informationen kriegt. Und damit bekommen wir einen ganz völlig neuen Vertrieb. Und wenn die Unternehmer mitmachen, heißt es für uns auch vorher erstmal Wissenstransfer. Wir bieten dann Seminare an, zum Beispiel zum Thema Storytelling, Fotokurse. Wir wollen dann die Dinge, wir sind ja an der polnischen Grenze, auch in Polnisch und Englisch darstellen. Also dass wir dann hier so einen Informationssprung bekommen und eine viel breitere Informationsdichte in der Gesamtregion. Also erstens ist es eine Frage, oft ist es ja so, dass kleine Unternehmen, kleine und mittlere Unternehmen
Die sind halt Einkäufer, Buchhalter, Koch, manchmal auch noch Hausmeister, und es ist ja nicht ihr Kerngeschäft, Informationen zu sammeln und auszuspielen. Das sehe ich als Kerngeschäft unseres DMO-Marketings, dass wir einfach da auch verantwortlich sind, ein Netzwerk, eine Plattform zu bieten. Und es ergibt sich dann auch ein Wissenstransfer unter den Unternehmern, und dass die dann auch mehr voneinander wissen, also dass sie auch ihre Gäste besser lenken können. Und wir erhoffen uns, dass man dann auch eine bessere Verknüpfung kriegt von regionalen Anbietern und der Gastronomie zum Beispiel oder zwischen Fahrradverleihern und Übernachtungsbetrieben. Also dass wir stärker eine Kommunikation auch über dieses Medium in die Region bekommen. Also wenn die Gastgeber die Unternehmer Nutzen haben, denn sie opfern ja nur Zeit, wenn sie Nutzen davon haben. Also wenn sie merken, sie haben mehr Umsätze, sie haben mehr Nachfrage, dann sind sie natürlich auch viel mehr bereit, uns Daten zu liefern, tolle Bilder, Neuigkeiten, Veranstaltungen zu melden. Das ist jetzt auch manchmal noch so, dass das dann nach hinten runterfällt. Man macht ja, und so sind wir Menschen ja, hauptsächlich Sachen, wo man für sich einen Nutzen sieht.